bin 2006 ins Nationaltheater gekommen, war zuerst Schauspieldirektor und seit letztem Jahr Schauspielintendant. Der OB hat damals gesagt, der Weg ist das Ziel und eine Teilstrecke dahin ist Theater der Welt. Und wir konnten da den Oberbürgermeister begeistern. Gleichzeitig hat er wiederum das Land begeistern können. Und deshalb ist Theater der Welt jetzt hier. Und wir haben dann alle uns sehr bemüht, dass Matthias Legenthal das macht, weil der Wunschkandidat war. Und für uns ist alles eigentlich eine große herzliche Miteinander und auch eine große Bereicherung für mich persönlich, mit dieser Arbeit zu machen. An dem Mannheimer Theater fährt total lustig. Ich mache immer in allen Städten den Taxifahrertest und frage immer, ob sie wissen, wo das Theater ist und wie man da hinkommt. Und in Mannheim habe ich bisher 100% Quote. Das bringt mich dazu zu denken, dass das gut weitergeht mit dem Nationaltheater Mannheim. Ich glaube, dass wir Zugriff machen auf kulturelle Bildung. Wir haben ja die Bürgerbühne jetzt auf alle Sparten ausgebreitet. Und ich glaube, wenn man Menschen für Kultur begeistert, wird man die auch nie mehr verlieren. Das Mannheimer Publikum ist kritisch, euphorisch, begeisternd, fast nie vernichtend, aber immer bejahend, den Weg mitzugehen. Und es kann einem einfach passieren, dass beim Bäcker irgendjemand neben mir entsteht und sagt, was hast du denn da wieder für einen Mist gemacht? Oder ich war so begeistert, vielen Dank für den tollen Abend, kann alles passieren. Also das Festival ist die großartige Möglichkeit, dass man zwei Jahre lang durch die Welt fährt und auf den Reisen viel erlebt und dass ich den Mannheimern aus allen 5 Kontinenten von meinen Reisen was mitbringe. Ich hoffe, dass wir ein interessantes Programm im Nationaltheater machen und eigentlich versuchen wir im Moment auch so eine Idee in die Stadt reinzutragen, wie wollen wir leben. Und ich finde halt durch ein ganz starkes Kulturprogramm und da kann ich beitragen und ich hoffe, dass die Mannheimer weiter so bejahend mitgehen. Ich finde es eine Stadt, die hat eine große Reibung zwischen Industriestandort und Creative City und hat eigentlich ein sehr neugieriges Publikum und ist auch ein toller Auftrag, dann für die Menschen Theater machen zu dürfen. Ich mag an Mannheim das proletarische Flair und ich laufe ja immer so ein bisschen wie ein Edelpenner rum und normalerweise regt sich immer jemand drüber auf, manchmal in Berlin, in manchen anderen Städten noch mehr. Und in Mannheim versuche ich das seit Ewigkeiten verzweifelt und die Stadt liebt mich so, wie ich bin.